Hallo und willkommen bei der leider schon letzten Runde der kleinen Reihe Home Music. Muss ja die privat zu Hause besucht werden, ein bisschen was erzählen, ein bisschen was spielen. Und heute sind wir zu Gast bei Christian Hammer, Gitarrist aus Gelsenkirchen, Jazz-Gitarrist aus Gelsenkirchen. Aber das mit dem Jazz muss man vielleicht gar nicht so betonen. Christian ist musikalisch doch auch vielseitig unterwegs. Vielen Dank, dass wir heute hier bei dir sein dürfen. Ja, hallo erstmal. Und wie alle bisher Beteiligten frage ich auch, wie du zur Musik gekommen bist und wie zum Jazz und wie zur Gitarre. Gitarre, also ich habe so ungefähr mit 10, 11, 12, ich weiß nicht mehr ganz genau, habe ich mit Gitarre angefangen. Ich habe meinen ersten Gitarrenkurs auch mit meiner Mutter zusammen gemacht, lustigerweise. Und möglicherweise war inspirierend so für mich zu der Zeit Ricky King in der Tat mit so Liedern, mit so schönen Liedern wie Ghost Riders in the Sky. Mhm. Möglicherweise, so kam es. So fing das an. Aber dann hast du, bevor du eine musikalische Karriere im Auge hattest, auch einen ganz bürgerlichen Beruf gelernt. Ja, ich habe mein Abitur habe ich erst eine Ausbildung als Mess- und Regelmechaniker gemacht. Ich hätte mir damals also noch nicht zugetraut, Musik zu studieren. Also eigentlich habe ich auch so sehr relativ spät angefangen. Wie gesagt, so mit 10, 11, 12, ich weiß es nicht mehr ganz genau, habe ich mal einen Gitarrenkurs gemacht. Und dann ging das bei mir auch ein bisschen auseinander. Gehört habe ich zu der Zeit eigentlich nur Hardrock. Und dann war das so Zupfgitarre beim Küster. Und das war dann irgendwie, ging so ein bisschen auseinander. Dann habe ich so ein bisschen selber weitergemacht mit so Lieder mit Akkorden spielen, was weiß ich, Beatles-Songbook, so Sachen. Und habe dann später jemanden kennengelernt, der hier im Viertel wohnte quasi, eine E-Gitarre spielte, auch unterrichtete und eine Band hatte. Und dann bin ich so zu meiner ersten E-Gitarre gekommen und dann ging es so über Blues, den ich dann irgendwann entdeckt habe, so als Jugendlicher, dass man auch improvisieren konnte, das gefiel mir sehr gut. Dann später über Jazzrock, freiere Sachen auch zu der Zeit, viel so Free Jazz, Jazzrock. Dann später, also sagen wir mal jetzt wirklich Jazz, so Bebop war eine sehr späte Entdeckung eigentlich für mich. Das war eigentlich so erst so kurz vorm Studium, so mit 18 vielleicht, dass ich da mich, 18, 19, dass ich mich das anfing zu interessieren. Und sehr, sehr viel angefangen zu üben habe ich in der Tat auch. Erst als ich die Ausbildung angefangen habe, das war vielleicht so eine Gegenreaktion. In der Zeit habe ich wirklich, da ging die Übekurve so nach oben, da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt und Sachen ausprobiert, in ersten Big Bands gespielt, die ersten Jazz-Kombos. So ungefähr fing das an. Und dann später mit, auch eigentlich sehr spät, ich habe mit 25 angefangen, dann am Konservatorium in Hilversum zu studieren. Zu der Zeit hatte ich zwei Freunde, die auch Gitarre, ein Gitarrist und ein Schlagzeuger, die auch nach Hilversum wollten und ich wollte da auch hin, das war damals die größte Jazzabteilung in Europa und das irgendwie hat mich das gereizt und da habe ich dann Platz bekommen und dann ging es da weiter. Also dein Lieblingsgitarrist, gibt es da einen? Oder schwer? Ja, ist immer schwer zu sagen, aber ich war und bin immer, ich finde Jim Hall eigentlich ganz großartig. Also jetzt nicht unbedingt im Sinne von, dass man jetzt Jim Hall-Licks nachspielt, sondern einfach so, glaube ich, als Typ oder eine Herangehensweise, wie da Musik herangeht. Gefällt mir, hat mich immer sehr angesprochen. Wie gerade schon erwähnt, du bist ja sehr vielseitig unterwegs. Du bist ja zum Beispiel, ich sehe gerade noch ein Poster von The Dorf, dieser wilden, schrägen Kombo rund um Jan Klare spielst du und ich weiß gar nicht, dann was, in welchen Projekten überall mitspielst. Ich weiß, dass es eine Band gibt, von der es jetzt auch eine neue CD gibt, die zweite, Kaleidoskop. Und das finde ich auch spannend, wie diese Band entstanden ist, denn du hast in Gelsenkirchen hier eine Reihe etabliert, Hammer plus 3, wo du regelmäßig in einer Kunstgalerie in Gelsenkirchen-Buhr auftrittst mit drei weiteren Musikern. Meistens sind es drei Musiker. Ich denke, manchmal wird es schon mal ein bisschen variiert, aber im Prinzip ist die Idee, dass ich mir so übers Winterhalbjahr so einmal im Monat drei Mitmusiker einlade und wir dann ein Konzert machen. Manchmal sind das Sachen, die schon länger existieren, manchmal sind das auch Geschichten, die wir an dem Tag einfach ausprobieren und manchmal
entstehen dadurch auch so Projekte wie jetzt Kaleidoskop zum Beispiel. Ja, finde ich ja schön. Das mache ich schon ziemlich lange, das mache ich jetzt schon fast schon über 10 Jahre eigentlich da. Sind auch so programmatisch unterschiedlichere Sachen von, was weiß ich, Straight Ahead Jazz über eher experimentellere Sachen oder auch weltmusikalische Einflüsse, sowas. Das trifft ja auch auf die Band zu hier. Trifft auf die Band zu zum Beispiel. Das war ursprünglich was geplant mit einem Akkordeonisten, der dann leider ausgefallen ist wegen Krankheit oder länger nicht spielen konnte. Und mit Alex Morse am Kontrabass und Feti Ak am Percussion wollte ich gerne was machen. Und das war so ein bisschen absehbar, möglicherweise, dass das nicht klappen würde. Dann hatte ich schon überlegt, wer könnte dann doch da einspringen und kam dann irgendwie auf Dimitri Makitantov. Und dann haben wir 2015 da das erste Mal gespielt. Es sind so ein paar Sachen, die da auch entstanden sind. Kiomas Musajevi-Quartett, mit dem spielen wir jetzt ja auch noch relativ regelmäßig. Das ist auch eigentlich in dieser Reihe das erste Mal entstanden. Okay. So, da haben wir das erste Mal ausprobiert. Dass wir uns auf einer Session kennengelernt haben und irgendwie haben uns ganz gut verstanden und ein bisschen was ausprobiert. Und dann habe ich sie eingeladen, genau. Haben wir überlegt, wer passt noch mit dazu, nehmen wir noch einen Perkussionisten dazu, einen Bassisten und so. Es ist also eine schöne Sache, wo auch neue Dinge entstehen können. Schön, ja. Mhm. Was sind noch aktuelle Projekte von dir? The Dorf, Kiomas Musajevi-Quartett, Kaleidoskop. Mit Martin Scholz, mit dem spiele ich ja schon sehr, sehr lange zusammen. Sind auch immer mal bei vielen. Ne? Ja, und Pianist. Also Pianist. Auch Organist. Wir hatten früher mal eine Band Know What I Mean zusammen, das war so ein Orgelquartett, hat Orgel gespielt, der spielt, kommt natürlich ursprünglich vom Klavier. Und wir spielen jetzt auch ab und zu mal irgendwie im Duo mit Flügel und Gitarre. Also haben wir jetzt demnächst bei dem Gejatzt-Jubiläum auf Konsol möglicherweise nochmal wieder die Gelegenheit. In Münster haben wir auch schon mal im Museum gespielt und so ein paar Sachen haben wir damit schon mal. Das ist, was mir jetzt so spontan einfällt, was so ein, im Moment so ein regelmäßiges Projekt ist. Mit dem Karl Rosenwald mache ich noch so, das sind allerdings eher so Klang-Lichtinstallationen, die wir machen. Das läuft im Moment auch aktuell, dass wir immer mal wieder Möglichkeiten haben, Ausstellungen zu machen. Ja, das ist das, was mir jetzt so einfällt. Dadurch, dass ich diese Reihe habe, Hammer Plus 3 nennt die sich, da entstehen natürlich auch immer mal wieder Projekte. Wie sehr hat dich Corona eingebremst persönlich? Ich meine, du warst ja jetzt eine Zeit lang so ein bisschen out of order durch eine Operation an der Hand. Mhm. Konntest keine Gitarre spielen. Es war ja, wenn man vielleicht sagen, das Positive daran war, dass es vielleicht gerade in Corona-Zeit sein musste, wo wahrscheinlich die Auftrittsmöglichkeiten sowieso nicht so sind. Also es ist schon, ist weniger geworden. Man muss sagen, dass gerade The Dorf, da sind unheimlich viele Aktivitäten, auch in der Zeit irgendwie lief unheimlich viel weiter. Telefonkonzerte oder dass wir uns Zoom-Treffen gemacht haben zu Themen oder auch auf Zoom gejammt haben. Da kam relativ viel Input. Hier und da gab es dann auch zum Beispiel mit Kaleidoskop, hatten wir auch die Möglichkeit, dann so ein bisschen zu proben, wo dann auch uns Leute aus Gelsenkirchen unterstützt haben, dass wir zum Beispiel in der Bleckkirche irgendwie unter Corona-Bedingungen mit Abständen und so weiter proben konnten oder auch im Konsoltheater. Also ein paar Sachen liefen. Es ist natürlich schon sehr, sehr eingeschränkt gewesen, ist es eigentlich immer noch. Also auch wenn wir jetzt im Moment zwar keinen Lockdown haben, aber die Publikumszahlen sind so niedrig, dass viele Sachen auch irgendwie dann auch vorsichtshalber abgesagt werden oder pausieren. Hoffe, dass das alles bald am Ende findet. Ja. Und jetzt geht es einen Raum weiter in den wunderschönen Wintergarten, wo der Christian schon ein bisschen was vorbereitet hat und wo wir gleich ein wenig Musik hören werden. Okay. Ihm. Ja, dann viel Spaß. Ja. Danke, Christian. Danke. Vorbei, schau mal.
Thank you.